Ja, vielen Dank, Lars, und hallo, Lars. Ja, das war sehr schwierig vorzubereiten, diese Überleitung. Wir haben natürlich mit Spannung dieses Rennen verfolgt und jetzt von Sim Racing Deutschland den Lars mit am Start. Ja, schönen Dank, hallo. Ja, ich habe die Ehre, so ein bisschen über den Sim Racing Deutschland Information zu erzählen. Uns gibt es jetzt seit 2003, das war noch eine lose Community, die wir damals gegründet hatten. Und hatten dann 2009 uns entschieden, einen Verein zu gründen. Zunächst Wirpre e.V., sind dann aber umgeswitcht 2010 auf Sim Racing Deutschland e.V., weil halt Wirpre, ich sage jetzt mal, ein nichtssagender Vereinsname war. Hintergrund war, dass die Vereinsgründer oder Community-Gründer Wirges und Bressler hießen und daher kam das Wirpre. Denke ich, haben dann die richtige Wahl getroffen, auf Sim Racing Deutschland e.V. zu gehen. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, seit 12 Jahren dabei. Bieten so die Plattform für Sim Racing, das heißt, wir bieten verschiedene Serien an, von dem Tourenwagen über halt Formelfahrzeuge bis hin zu Endurance Series. Die Rennen bei uns sind zwischen 20 Minuten, also ein Sprint, bis dann halt hin 24-Stunden-Rennen, ist also alles möglich. Die Fahrer haben sich von der Anzahl her sehr gut entwickelt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Wir haben auch umgeswitcht von R-Factor auf iRacing. Und momentan sind wir insgesamt bei über 200 aktiven Fahrern. Das hört sich sehr beeindruckend an. Bevor wir jetzt nochmal weiter auf wirklich Sim Racing Deutschland nochmal eingehen, gerade aus aktuellem Anlass, wir haben ja gerade die ADAC Trophy gesehen. Wir haben einen Sieger, Tim Heinemann, aber für einen größeren Aufreger, gerade ja auch auf der Couch noch drüber diskutiert, war ja eigentlich so der Kampf Platz 3 und Platz 4. Und da hast du auch schon direkt mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das gibt eine Strafe. Kannst du vielleicht mal den ungeübten, ungelernten Zuschauer, ich gehe mal ganz dreist davon aus, dass wir da ein paar haben auf dem Stream, erklären, warum war das so ein Aufreger, dieser Kampf um Platz 3? Ja gut, ich glaube, wenn man jetzt einfach jetzt sieht, wie die Realität ist und ich denke, wenn in der Realität dieser Vorfall so vorgefallen wäre, hätte es schon eine Strafe nach sich gezogen. Also ich bin jetzt hier nicht die Jury. Also ich habe jetzt nur in dem Moment Aber vielleicht gesagt. nochmal nacherzählen, was genau man auch gesehen hat. Ja, also was ich so gesehen habe, war im Endeffekt, dass es halt einen Touch von hinten gab, der halt nicht regelkonform war und dadurch halt dann entsprechend, ich glaube, der Drittplatzierte zu dem Zeitpunkt sich gedreht hatte und ja, im Grunde genommen dadurch seinen dritten Platz verloren hat. Also, wie gesagt, ich bin nicht die Jury. Wenn ich die Jury wäre, dann hätte ich ja schon eine Strafe ausgesprochen, ja. Und wie würde man sowas dann handeln? Also hieße das dann, okay, er kriegt der Julian dann seinen dritten Platz zurück? Oder wie geht man davor und auch vor allem? Und dann haben wir eigentlich schon fast die Überleitung zu dem, was ihr eigentlich macht mit dem iRacing. Man hat das Computerprogramm, aber man kann ja schlecht live eingeben, okay, der kriegt die Strafe oder doch. Also zum ersten Punkt, denke ich, wird es so sein, dass derjenige, der ihn angeschoben hat, schon eine Strafe bekommen wird. Wird dem Julian aber leider nicht viel bringen, weil er trotzdem den Platz noch verloren hat. Das heißt, er wird nicht deswegen aufs Podium kommen. Zum Zweiten, es gibt schon Möglichkeiten, Strafen auszusprechen. Das heißt also, bei uns in der Liga ist es so, dass wir jedes Rennen sichten, also wenn es abgelaufen ist, und dann schauen wir uns halt an, wie sind die einzelnen Vorfälle. Wir haben einen ganz klaren Strafenkatalog und das heißt, es gibt für die unterschiedlichsten Vergehen auch unterschiedliche Strafen. Das fängt an bei einer normalen Verwarnung und endet halt dann bis hin halt auch zu einer Rennsperre oder vielleicht sogar zwei Rennsperren. Gib uns doch mal so ein bisschen Einblick. Also, du saßt hier gerade und wir haben ein bisschen darüber geredet, auch über den Moritz, der Halbfinale noch gewonnen hat, jetzt sehr weit zurückgefallen ist, so wie es ja auch im echten Rennen ist. Es scheint so, als wäre diese Community, die ja auch zum großen Teil auch bei euch vorhanden ist, quasi hier zusammengekommen. Als wäre das hier quasi so das Event, wo sich alle treffen. Ist das auch dein Gefühl, dass diese Expo hier die Möglichkeit ist, die Leute, die man sonst immer nur vielleicht aus Foren kennt, hier tatsächlich kennenzulernen? Genau, so sieht es aus. Für mich ist das ein Come-Together der ganzen Szene. Und uns geht es, wenn wir hier den Stand haben, also wir haben auch einen eigenen Stand hier, nicht darum, jetzt großartig Mitglieder zu werben. Also natürlich ist das auch ein Ziel von uns. Aber uns geht es darum, einfach Kontakte zu knüpfen, mit den Leuten mal zu reden und ach, du bist der, ach, du bist der. Und das ist halt auch schon so Teil oder ist Grund, warum wir hier mit auf der Expo sind. Ja. Deswegen, man hört sich halt nur über das Teamspeak. Und deswegen ist es schon ganz interessant, wenn man dann halt so, ach, du bist der. Ja, genau. Ja, das ist definitiv einer der Vorteile, wenn man in
echten Rennen ist. Da sieht man sich ja quasi bei jedem Renntag, was es beim iRacing nicht gegeben ist. Von daher auch die Frage jetzt, wo wir bei diesem Setup sind. Ich meine, es ist ja das perfekte Come-Together hier am Nürburgring. Ich meine, wir sind hier in der Heimatwelt des Motorsports. Ne? Hier geht ja alles ab. Und man hört es ja auch schon die ganze Zeit immer wieder, die Wagen hier vorbeirauschen. Verfolgst du zum Beispiel die Blancpain Endurance Series generell, den Motorsport? Wie ist da dein Bezug? Also ich glaube halt, jeder potenzielle Motorsport-Fan ist ein potenzieller Simracer. Also wir haben das auch mal so ein bisschen beobachtet. Wir suchen immer noch die Frau, die Mitglied wird, um halt die entsprechende Quotenfrau zu finden. aber man kann sagen, so der eigentliche Motorsport-Fan ist halt auch Simracer. Und deswegen ist es schon so, dass man sagen kann, ja, dass halt jeder, der irgendwo Interesse hat an Motorsport, auch die Möglichkeit hat, Simracer zu werden. Und wie gesagt, das entwickelt sich ganz gut. Und diese Expo, und da nochmal einen Dank an den Marc, also einen großen Dank, dass er also auch diesen Schritt gewagt hat letztes Jahr, um zu sagen, hier, wir versuchen jetzt dieses ganze Thema auf ein anderes Level zu heben. Weil häufig ist es halt einfach so, dass der typische Simracer 14 Jahre alt ist, Cola trinkt, Chips isst und das Tageslicht nicht sieht. Aber Simracing ist im Endeffekt ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Wir haben den Schüler, wir haben den Studenten, klar, aber wir haben halt auch den Rechtsanwalt bei uns fahren und wir haben halt auch den 65-jährigen Rentner. Das heißt also, es ist komplett breit gefächert und deswegen, jeder Motorsport-Fan ist herzlich eingeladen, mal bei uns reinzuschnuppern und vielleicht dann halt dann nochmal später Rennen mitzufahren. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin enthusiastischer Motorsport-Fan und ich sehe das gerade und ich denke mir, okay, Simracer fand ich bis jetzt cool. Wie geht man vor? Wie kommt man zu euch? Wie kommt man zu Simracing und was sind so die ersten Schritte und vor allem auch, kann ich mir sowas ausleihen? Muss ich sowas kaufen? Weil die ist ja teilweise doch eine Investition, die relativ, ja, kostet ein bisschen was, sagen wir es mal so. Ist relativ, sehe ich so. Wenn ich jetzt überlege, ich spiele Tennis oder fahre Rad, kaufe mir ein Carbonrad, ne, da bin ich auch schnell bei 2.000, 3.000 Euro. Aber ich sag mal, wir haben so einen Flyer bei uns auslegen, wo es genau darum geht. Also man braucht einen einigermaßen vernünftigen Rechner. Also sollte eine gute Grafikkarte drin sein. Wir brauchen ein Headset. Wir brauchen einen Internetzugang. Talent braucht man auch. Wobei, um anzufangen, braucht man es sozusagen einfach mal reinzuschnuppern, braucht man es nicht. Dann der Zugang entweder bei uns über die Internetseite simracing-deutschland.de oder halt über unsere Facebook-Seite. Da posten wir halt dann die einzelnen Aktivitäten. Wir haben ein Forum und ja, jeder, der interessiert ist, der wird, sag ich halt mal, uns ganz gut unterstützt, bekommt eine Hilfestellung, wie funktioniert das mit den Lenkrad-Einstellungen, was muss ich kalibrieren. Dann nehmen wir die Leute immer mit an die Hand. Und ja, also Support ist auf jeden Fall von der Community ausgegeben. Ja, was wünscht man sich mehr? Ich meine, eine aufnehmende Community, viele Erklärungen an die Hand. Das ist ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema, der Motorsport. Also sowohl iRacing ist ja sehr, sehr nah dran im Original. Also wir haben jetzt schon, ich glaube, es wäre langweilig, das jetzt nochmal zu wiederholen, wie krass das inzwischen wirklich am Verschmelzen ist, wie realitätsnah das ist. Deswegen schauen wir auch gerne mal in diese Realität immer mal wieder rein jetzt, haben dich natürlich als Simracer dabei, werden gleich noch den Maro Engels am Start haben als Gast, der hier tatsächlich mitfährt heute. Generell, sag mal, wird sich da auch reizen, selber mal mitzufahren bei der Endurance Series, beim Blancpain? Vor 10 Jahren schon. Jetzt bin ich verheiratet, habe 2 Kinder. Da ist so die Vernunft eher im Vordergrund. Deswegen, ja, der Reiz ist natürlich da. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, würde ich natürlich auch gerne mal versuchen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, so Simracing ist schon so eine gewisse Art, oder hat es gerade jetzt geknallt? Also Simracing ist schon so eine gewisse Art Methadon. Wenn ich überlege, wie teuer Motorsport ist, wie viel Tausende Euro ich da reinstecken muss, um so einen Fahrerplatz zu bekommen, dann ist es halt schon eine Alternative. Ohne Frage, es fehlt der Popometer, ja, das ist ganz klar. Aber es ist schon, was du eben angesprochen hast, sehr realistisch geworden in den letzten Jahren von den Simulationen her und von daher, es macht halt unheimlich viel Spaß. Ja, wir haben auch wohl im Rennen selber jetzt eine Szene gehabt, wo jemand gedreht worden ist, genau da haben wir es gerade, diese Szene, erinnert doch schon sehr stark dran an die Szene, die wir gerade bei der IDRC Trophy gesehen haben, also im Prinzip gleiches Vergehen an der Stelle, gleiche Bestrafung.
Auch hier bin ich nicht die Jury. Ja, gut, wir haben dich ja als Experten jetzt ja, da. Also ja, sah nicht sauber aus. Also hat er, glaube ich, versucht reinzustechen in eine Lücke, die es nicht gab. Ja, das ist natürlich immer wieder ein großes ja, Thema. Ja, wenn keine Lücke da ist, dann kann man da auch nicht reinfahren. Und von daher auch immer wieder schauen, was machen die anderen. Es ist hochkonzentriert, also beim Simracing ja auch nichts anderes, wie wir vorhin eben gesehen haben. Von daher denke ich, ist es gut, wenn es sowas gibt wie Simracing Deutschland, die einem da sehr viel Hilfestellung geben. Wir werden jetzt gleich noch den Maro da haben, als ja, Fahrer, der selber mitfährt letzten Endes, gerade bei dieser Serie. Von daher sage ich an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön, lieber Lars, dass du gerne da gewesen bist und uns ja, die Community ein bisschen näher gebracht hast zum Thema Simracing. Aber dafür sind wir ja auch da, verschmelzen den virtuellen mit dem realen Sport. Alles klar, ich danke auch. Danke dir. So, also machen wir doch einfach mal den fliegenden Wechsel.